Und dann kommt das Argument, naja, Digga, sagen wir mal, die Anlage, ich spinne jetzt mal, wir sagen mal, die Anlage macht 2000 kW im Jahr, deine Anlage, mit Reihenschaltung, bla bla bla. Würdest du das umbauen, hättest du 4/4, also 8000 kW. Und mit diesen 6000 kW pro Jahr, Digga, kannst du dir kein dickeres Kabel leisten. Geht nicht. Wo dann die nächsten 10, 20 Jahre diese Verschaltung dir 3/4 mehr Bums gibt, kannst du nicht machen, weil das Kabel einen Zentimeter größer, sag ich mal, auf 10, 100 Meter bei deinem Haus, das kostet ja 50 Euro. Ja, wozu dann das Ganze? Ja, also hier werden 3/4 der Leistung verschwendet, um irgendwas zu beweisen, oder ich komme nicht mehr mit, Digga. Reiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo miteinander, herzlich willkommen zum, ja, irgendeinem Podcast, keine Ahnung. Und zwar geht's wieder mal, wie immer, um die Parallelreihenverschaltung. Und da hat ein Zuschauer mir, und zwar der Marco XZ7RF, Grüße gehen raus, hat mir ein Video geschickt und das haben wir uns im Hintergrund hier mal aufgemacht. Ich habe mir auch ein bisschen Verstärkung geholt. Ihr seht, ich habe einen Hut auf, aber heute setzen wir den mal ab, Jungs. Und zwar habe ich mir ein bisschen Verstärkung geholt. Den lieben Römer, den kennt ihr ja schon. David Mensch, ich blende auch die Kanäle nochmal ein. Ihr seid jetzt übrigens zu sehen, Jungs. Und den lieben Calvin von Kalk1 Kalk. Ne? Aber wie gesagt, ich blende euch irgendwo die Kanäle nochmal ein. Ja, ne? Und Marco, wie gesagt, hat mir das Video geschickt. Ihr seht es jetzt hier oben schon. Solarpanels nicht parallel schalten. Muss schon lachen, ne? Ich halte mich heute mal ein bisschen zurück, dass ihr einfach mal nicht immer meine negative und voreingenommene bla bla bla. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Video rein. Wir gucken uns das Video zusammen an. Aber wenn jetzt Stellen sind, ich sage jetzt mal 2-3 Minuten, wo wir nichts zu sagen haben und da drinnen jetzt nicht wesentlich was Wichtiges kommt, werde ich das im Nachhinein rausschneiden, dass es nicht ganz so langweilig ist, das Video. Gut, fangen wir an. Habt ihr noch was zum Start? Nö, oder? Alle ready? Gut. Schauen wir mal. David lacht. Hast du was? Naja, wenn ich mir das lese, die 4 Wörter, die da drinnen geschrieben stehen, ne, wenn ich das lese, dann geht das schon los. Ja, mein. Wenn es nach mir geht, abschalten, weg. Gar nicht mehr anhören, weil. Ach so, das ist gut, dass du das sagst, David. Wir gucken jetzt mal, ich mach jetzt schon mal das Video groß, nur um euch was zu zeigen, und dann bleiben wir bei der Perspektive, dass ihr vor allen Dingen David und Calvin seine Reaktion seht. Ich mach es kurz groß. Und zwar, worum es hier geht, Leute. Das Video hat 100.000 Aufrufe. Hier seht ihr es, ne? Ich weiß nicht mal, was ich gesagt habe. Also es geht auf jeden Fall darum, dass man hier, das Video hat 100.000 Aufrufe. Überwiegend positiv, die Kommentare, gut, meine Kommentare lassen wir jetzt mal weg, ne, alle hier mit Abstand das beste Video und blablabla, und ja, das können wir so nicht stehen lassen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein. Wenn ihr was habt, Jungs, ihr seid klein zu sehen, schreit einfach oder irgendwas, dann mache ich Pause und dann quatschen wir. Hallo, einige YouTuber und selbst einige Fachbücher zur Solar. Hallo. Jetzt höre ich das Video nicht, Jungs. Hallo, einige YouTuber und selbst einige Fachbücher zur Solartechnik empfehlen, Solarpanels parallel zu schalten. Dass das gar keine gute Idee ist, werde ich euch nach dem Intro zeigen. Im heutigen Video werde ich zunächst auf die Grundlagen der Solarpanels eingehen. Nach dem Sicherheitshinweis werde ich die Parallelschaltung ohne Dioden, die Parallelschaltung mit Dioden und die reine Reihenschaltung in verschiedenen Konstellationen vermessen. Am Ende werden wir die Ergebnisse zusammenfassen. Bild 1 zeigt die Innenschaltung sowie das von mir verwendete Symbol für Solarpanels. Solarpanels sind aus Solarzellen zusammengebaut. Die Solarzellen sind in der Regel in Reihe geschalten. Jede Solarzelle entspricht einer Fotodiode mit einer sehr großen Fläche. Bei den Solarpanels für Balkonkraftwerke oder für Hausdächer befindet sich in der Regel parallel zu den Solarzellen eine oder mehrere Leistungsdioden in Sperrrichtung. Für meine weiteren Ausführungen. Jetzt muss ich schon mal Pause machen. Leistungsdiode, das ist eine Bypassdiode für meine Zuschauer. Werde ich diese Solarpanel-Schaltungen hier oder hier der Einfachheit halber mit diesem Symbol abkürzen. Dabei ist im Generatorbetrieb hier der Pluspol und hier der Minuspol und der Strom fließt in diese Richtung. In Bild 2 sehen wir die Stromspannungskennlinien eines Solarpanels für verschiedene Solareinstrahlungen. 1000 Watt ist etwa die maximale Solarleistung auf der Erdoberfläche, wenn wir das Solarpanel senkrecht zur Sonne ausgerichtet haben und wir einen klaren, unbewölkten Himmel haben.
Bei nicht optimal ausgerichteten Solarpanel und oder Bewölkung sinkt die auf dem Solarpanel eintreffende Solarleistung ab und die Kennlinie wandert hier so nach unten. Der Kurzschlussstrom ist proportional zur eingestrahlten Solarleistung. Die Leerlaufspannung nimmt mit abnehmender Solarleistung zunächst langsam ab und ab einem bestimmten Punkt geht es dann sehr schnell gegen Null. Die maximale Leistung können wir an diesen Punkten hier entnehmen, die sich ebenfalls auf einer E-Kurve bewegen, bei denen das Produkt aus Strom mal Spannung am größten ist. Diese Punkte werden Maximum Powerpoint genannt. Natürlich haben Solarpanels wie alle technischen Geräte Toleranzen. Die Toleranzen bewirken, dass sich diese Kennlinien von Panel zu Panel leicht hier so verschieben. In Bild 4 sehen wir die Temperaturabhängigkeit der Solarpanels. Mit fallender Temperatur verschiebt sich die Kennlinie hier so nach rechts, das heißt, die Leerlaufspannung wird immer größer. Mit steigender Temperatur verschiebt sich die Kennlinie nach links, das heißt, die Leerlaufspannung wird geringer. Das bedeutet, je kälter es wird, umso mehr elektrische Leistung produziert ein Solarpanel. Sicherheitshinweis: Bei den folgenden Versuchen treten zum Teil Spannungen auf, die über die Schutzkleinspannung hinausgehen. Deshalb diese Versuche nur nachmachen, wenn man über die entsprechenden elektrotechnischen Fachkenntnisse und Ausbildung verfügt. Insbesondere möchte ich darauf hinweisen, dass es bei Gleichstrom mit hohen Strömen auch im Bereich der Schutzkleinspannung zu Lichtbögen mit der entsprechenden Gefahr kommen kann. Also vor dem Abstecken der Solarpanels diese immer komplett abdecken, damit kein Strom während des Steckvorgangs fließt. Nun betrachten wir die Parallelschaltung ohne Dioden. Bild 5 zeigt das Prinzipschaltbild. Jeweils zwei Solarpanels sind in Reihe geschalten und die beiden Reihenschaltungen sind parallel geschalten und an einen Lastwiderstand angeschlossen. Bild 6 zeigt den konkreten Messaufbau. Zum besseren Verständnis sind die Solarmodule als Spannungsquellen mit ihrem Innenwiderstand dargestellt. Jeweils hier die Spannungsquelle Innenwiderstand. Jeder der beiden Strings geht über einen Amperemeter auf den Knoten zum Lastwiderstand und hier auf dieser Seite das gleiche. Und die Spannung am Lastwiderstand wird ebenfalls mit einem Voltmeter gemessen. Das Problematische an dieser Schaltung ist, dass die vier Spannungsquellen hier aufgrund der Fertigungstoleranzen und aufgrund eventueller Temperaturunterschiede nicht die gleiche Spannung haben. Damit haben wir zwei parallel geschaltete Spannungsquellen mit einer etwas unterschiedlichen Spannung und relativ geringen Innenwiderständen. Wenn wir die parallel schalten, dann übernimmt die Seite, die die höhere Spannung hat, die Hauptlast für den Laststrom und die andere Seite liefert nur einen geringeren Teil. Wir haben hier die beiden. Also da kann ich jetzt schon mal von einer Vielzahl an Experimenten was dazu sagen. Also sagen wir mal so, in der ganz grundlegenden Theorie, ja, dass vielleicht das eine Panel jetzt ein Watt mehr liefert als das andere, da hat er natürlich recht, ja. Aber zu behaupten, dass eigentlich nur ein Panel Strom liefert und beim anderen nur ganz geringe Leistung kommt, das ist völliger Käse. Also es kann ja auch jeder mal ausprobieren. Ja. Nehmt euch mal ein Solarpanel, legt das innen rein und dann schließt mal ein Labornetzteil an und gebt mal Strom drauf. Ja. Da werdet ihr feststellen, dass in diesen Spannungen, in den MPP-Spannungen, die ihr vorher gezeigt habt, beispielsweise bei einem 18-Volt-Panel, wenn wir jetzt, was weiß ich, 17 Volt, sagen wir jetzt einfach mal, oder 16,5, was auch immer, unser maximaler Leistungspunkt ist, der MPP-Punkt, und ihr gebt diese 17 Volt auf dem Solarpanel, wird vom Labornetzteil in das Panel fast nichts fließen. Ja? Weil, hat er ja auch gezeigt, das Panel, das sind ja im Grunde ganz viele Fotodioden und die schalten ja sowieso wie eine normale Diode auch erst bei 0,7 Volt oder sowas pro Diode richtig durch. Das heißt, du musst auf so ein 18-Volt-Panel schon mal 21, 22 Volt draufgeben, dass da überhaupt anfängt, nennenswert, Strom zu fließen. Ja. Somit kann also, wenn zwei parallel sind, auch das eine dem anderen eigentlich keinen Strom wegziehen, wenn sie unter Last sind. Das funktioniert nur, wenn du halt keine Last dran hast. Aber dann ist es ja sowieso Quatsch. Wozu dann das Ganze? Ne? Und wenn jetzt ein Panel ein bisschen wärmer ist als das andere zum Beispiel und dadurch dieser Punkt minimal verschoben ist, macht es im Grunde aber trotzdem nichts, weil dann, wie gesagt, dann hast du halt bei dem einen vielleicht an demselben Strom einen minimal größeren Spannungsabfall im Panel und es kommen halt statt 100 Watt nur 98 Watt raus. Ist ja aber auch kein Problem. Also so mal ganz kurz zur Praxis, wie das in der Realität aussieht. Dann schauen wir mal weiter. Da möchte ich noch was hinzufügen. Und zwar mit Diode und bla, das ist vielleicht, ist schon sehr komplex, wie das Calvin erklärt hat. Stellt euch einfach mal eine LED vor. Eine LED ist auch eine Diode und ihr braucht eine gewisse Spannung, damit die eben leuchtet. Und das hat Calvin jetzt fachmännischer besser erklärt, aber einfach gesagt, ne, ihr braucht halt eine gewisse Durchbruchsspannung. Und wenn die gleich ist bei Panel, dann kann eben nicht passieren. Aber mir ist jetzt, also wir müssen mal einen kleinen Mühe zurück, Männers, weil ich glaube, Calvin hat es auch übersehen, wie alle anderen. David hat ja jetzt auch noch nichts gesagt. Und zwar, du meinst, dass es nicht eine reine Parallelschaltung ist, sondern spannend. Er eigentlich schon Reihe und Parallel gemischt hat? Aha. Ja, da wollte ich auch noch was dazu sagen, weil das natürlich von der Beschattung her wieder ganz. Genau, warte.
ich weiß, da, ne, Calvin, alles klar, du weißt jetzt schon Bescheid. Jetzt ist die Frage, gucken wir uns das Video jetzt bis zum Ende an oder machen wir jetzt einfach hier Schluss und quatschen einfach drüber und erklären den Leuten, was jetzt hier, wir brauchen es gar nicht weiter gucken. Hier ist schon der Fehler. Naja, das ist genau, deswegen habe ich, mir ist das schon aufgefallen, natürlich, ich habe aber erstmal noch nichts dazu gesagt, weil ich mal gucken wollte, ob er, wie das Ganze weitergeht, ob er tatsächlich damit bestehen bleibt, weil erkläre ich gleich, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das Problem, was es eben eigentlich bei der reinen Parallelschaltung nicht gibt, ja, weil eben die Spannung, die du brauchst, damit ein Panel dem anderen Strom wegziehen kann, du unter Last einfach nicht hast, wenn es parallel ist. Das Ganze fällt natürlich oder kippt natürlich um, wenn du jetzt jeweils zwei in Reihe und parallel hast, weil dadurch kann ja ein Panel beschattet sein, eine viel geringere Spannung haben als das andere und dein anderer Strang, der parallel ist und auch zwei Panels hat, also die doppelte Spannung, kann jetzt natürlich schon das Panel, was beschattet ist und weniger Spannung macht, die Leistung da reinballern, dass das warm wird. Dann funktioniert es schon. Aber das so zu verschalten, ist halt auch... Das Problem ist ja hier grundlegend, das, was sagst David, was sagst denn du dazu? Siehst du jetzt, verstehst du hier schon das Problem an dem, was der gemalt hat? Ja, das Problem für mich ist eben, dass er Bild Nummer 5, das ist erstmal die Mischung zwischen Reihe und Parallel. Genau. Und, das ist entweder entscheide ich mich für das eine oder für das andere. Und ich weiß nicht. Gerade wenn es Anfänger sind, die schalten hier ab, die können das Bild fast nicht nachvollziehen. Ja, beziehungsweise, oder Fall 2, sie schreiben das so 1:1 ab. Genau. Grundlegend, Leute, hier geht Solarpanels nicht in Reihe, nicht parallel schalten, steht hier oben im Video. Ja. Aber er zeigt das gar nicht. Er zeigt, ihr seht es ja hier, ich gehe jetzt mal mit der Maus drüber, dass eben zwei Panel in Reihe genommen wurden. Und diese dann parallel, das hat er überhaupt nicht mit der Parallelverschaltung zu tun. Also irgendwo schon, das ist halt jetzt schwierig. Ja, man muss natürlich dazu sagen, ich kann mir schon vorstellen, woher das Ganze kommt. Ja, ich sage jetzt mal kurz als Beispiel, bei meinem Wohnmobil, bei meinem Bus, habe ich ja auch alles parallel. Ja. Das sind 500 Watt Solar parallel drauf, Parallelschaltung mitunter auch aus dem Grund, weil das halt einfach ein bisschen verschiedene Panels sind, also alle natürlich die gleiche Spannung, klar, das ist Voraussetzung, aber von der Leistung her kannst du ja alles zusammenwürfeln am Ende des Tages, wenn du parallel bist. Ja. Und da ist es natürlich schon so, dass selbst bei, in Anführungszeichen, nur 500 Watt, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit größeren Gebäuden, ich eben bis zum MPPT-Regler 10 Quadratkabel gelegt habe. Ja. Das heißt, du hast halt durch die geringe Spannung und im Verhältnis den hohen Strom, um diese Leistung zu erreichen, brauchst du natürlich schon recht dicke Leitungen. Ja. Das heißt, du wirst jetzt auf einem großen Gebäude natürlich nicht anfangen, deine Strings zu deinem Wechselrichter oder zu deinem MPPT mit 17 Volt oder so zu machen, ja, weil da brauchst du ja ewig dicke Kabel, das ist Quatsch, das ist schon klar, aber da verwendet man dann halt auch im besten Fall entweder in erster Linie keine 18 Volt Panels, ja, sondern kannst ja 30, 50 Volt, gibt's ja alles mögliche. Oder wie man es dann halt auch oft macht, ist, dass man wirklich Strings hat, die eben in und für sich in Reihe geschalten sind, ja, und dann aber nirgends mehr parallel mit drauf kommen oder so, sondern wenn du halt einen MPPT hast, der wirklich auch verschiedene Eingänge hat. Und dann muss aber der Solarbauer diese Strings auch so anordnen, dass von der Beschattung her entweder der ganze String im Schatten ist, oder halt gar nichts, weil sonst ist schon wieder scheiße. Ja. Und das sind halt so die zwei Möglichkeiten, die du hast. Aber wenn wir hier im privaten Bereich rummachen, gerade mit ganz kleinen Leistungen wie Balkonkraftwerk und so, dann ist das Einzige, was wirklich Sinn macht und eigentlich sogar auch kostengünstiger ist, selbst wenn man ein bisschen dickeres Kabel braucht, ist ganz einfach die Parallelschaltung. Weil dann kannst du nämlich auch Panels mischen, wie du lustig bist, sobald die gleichen Leistungen, die gleiche Spannung haben. Funktioniert das Ganze ja. Ob dann das eine Panel 98 und das andere 100 Watt macht, wie gesagt, das ist ja dann scheißegal. Ja, du hast ja aber so die in der Regel die Blockdioden.
Wobei man hier mal noch dazu sagen muss, was ich ja schon seit, keine Ahnung, 5 Jahren predige, Calvin spricht es eben auch nochmal an, dass eben bei gerade die, sag ich mal, 20, 30 Volt Module, ja, das sind Monomodule. Ich habe Dünnschicht, 150 Volt haben die. Ich habe solche Klingeldrähte, Leute, kann ich nehmen, weil ich nur 1 Ampere habe. So. Ja. Also das Problem ist halt, wir haben in, sag ich mal, in Europa die falschen Module verbaut, wir verschalten die falsch und dann, na Leute, das ist doch Quatsch. Ja, das ist auch so. Also ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, bevor wir das Video gestartet haben. Wie gesagt, ich habe im Wohnmobil auch Parallelschaltung und ich war da auch schon an allen möglichen Orten damit. Vielleicht können wir auch mal ein paar Bilder an der Stelle einblenden. Ja, da stehst du nicht immer am günstigen Platz. Ja, da ist mal irgendwie die Hälfte beschattet oder da ist mal komplett bewölkt, ganz heiß, ganz kalt, was auch immer. Ja. Aber das funktioniert einfach immer. Das bringt immer Leistung. Das bringt auch jetzt gerade draußen im Winter steht das Ding und lädt trotzdem. Ich habe vorhin geguckt. Ja, 500 Watt Anlage kommen jetzt, glaube ich, 60 Watt aktuell raus bei dem Wetter. Und das ist das Richtige. Ja? Und wenn das in Reihe geschalten wäre, wäre das definitiv nicht so. Weil sobald du an irgendeinem Panel... Pass auf, Calvin. Das habe ich gesehen, dass das zeigt dann im Video jetzt nochmal. Ich würde sagen, wir gucken mal jetzt weiter bis zu der Stelle, wo da die Verschattung zeigt. Ja. So. Nun hat die Hauptlast für den Last... Wir haben hier die beiden in Serie geschalteten Solarpanels auf der linken Seite, hier die beiden in Serie geschalteten Solarpanels auf der rechten Seite. Die beiden Ketten sind parallel geschalten und an einen Lastwiderstand hier diesen Heizstrahler angeschlossen. Hier haben wir unsere Messgeräte. Das Amperemeter auf der linken Seite zeigt den Strom der Solarpanels auf der linken Seite an, das Amperemeter auf der rechten Seite zeigt den Strom der Solarpanels auf der rechten Seite an und das Voltmeter in der Mitte zeigt die Spannung am Lastwiderstand an. Und wie wir sehen, ist die Lastverteilung nicht gleichmäßig. Hier nun die Zahlen aus unserer Messung. Wir hatten am Lastwiderstand eine Spannung von 38,6 Volt, aus dem einen Strang 0,2. Jetzt muss ich nochmal kurz einhaken für unsere Zuschauer. Guck mal, der rafft halt jetzt nicht. Er hat ja in Reihe geschalten, die Module. Jeder weiß, dass bei einer Reihenschaltung ihr einen Bypass-Diode braucht. Und weil er jetzt die Bypass-Diode nicht drin hat, tut er sich jetzt hier irgendeinen Krempel ausrechnen. Also ich komme da nicht mehr klar. Ich mache jetzt weiter. Nee, von meiner Seite. Noch ein Einwand, das ist jetzt aber halt, wäre auch mal interessant, was genau er denn für Paneele hat, weil 38,6 Volt, das wäre wieder das, was ich vorhin meinte, erscheint mir jetzt auch schon recht hoch. Ja? Also wenn wir davon ausgehen, wir haben 2 normale 18 Volt Module, ja, wie gesagt, maximaler Leistungspunkt irgendwo bei 17 Volt oder sowas, ja? Dann hätten wir 34 Volt Spannung, bei der die richtig arbeiten würden. Dadurch, dass er jetzt irgendeinen Widerstand da dran geballert hat, anstatt halt ein MPPT zu haben, fährt er jetzt hier halt auch eine höhere Spannung. Und der Effekt, den ich vorhin beschrieben habe, dass halt in Parallelschaltung die Unterschiede größer sind, ja, das passiert eben erst mit höheren Spannungen, wenn du die tatsächlich nicht richtig belastest. Ja. Aber wenn du mit einem MPPT dran hast, der diesen Leistungspunkt sucht, dann hast du da auch niemals so große Unterschiede. Also das ist hier halt auch schon wieder falsch in dem Sinne, dass er hier halt einfach eine konstante Last dran hat, anstatt einen MPPT-Regler, der tatsächlich diesen Leistungspunkt sucht. Weil das, was ich hier sehe, sind eigentlich 2 normale 18-Volt-Paneele, jeweils in Reihe und dann parallel. Calvin, warte mal kurz, ich muss jetzt mal einhaken. Also für unsere Zuschauer, die vielleicht nicht ganz so tief drin sind. Und zwar geht es darum, wenn ihr ein PV-Modul habt und wir sagen jetzt mal, es hat 30 Volt und ihr klemmt ein MPPT an, dann hat das unter Last, keine Ahnung, 28, im besten Fall 27, knapp unter dem. Wenn ihr aber wie er einen Entladewiderstand anklemmt, dann bricht die Spannung urigst ein. Ihr habt einen Dreckswirkungsgrad, der hat höchstens noch 50% Wirkungsgrad, so wie er das macht. Ne, also der MPPT ist schon wichtig. Da steigt eben auch der Effekt, dass die tatsächlich verschieden sind. Also selbst genau, wenn er den Aufbau hätte, mit einfach nur 2 parallel, ohne irgendwas in Reihe, kann das, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, durchaus auftreten. Aber das ist halt, wenn du kein MPPT hast und die völlig außerhalb des Leistungspunkts kommen, dann kann das schon passieren.
aber da kommt ja noch dazu. Erstens mal, wenn man hier Module in Reihe schaltet, wie ihr in Bild 5 seht, komischerweise wird jetzt meine Maus nicht übertragen, ich reiße euch das nochmal ein im Video. Jeder weiß, dass bei einer Serien- oder Parallelverschaltung eigentlich pro Modul eine Bypassdiode rein muss. Punkt 1, das ist hier in dem Bild falsch. Punkt 2, Bild 6, er hat jetzt zwei Stränge, also Strings, Solar-Reihenschaltungen, zwei Module, jeweils parallel genommen. Da müsst ihr eine Blockdiode reinmachen, Leute. Weil wenn die eine Seite beschattet ist und die andere hat volle Spannung, dann ist ja ein extremer Unterschied und dann können die natürlich auch reindrücken. Ja, klar. Ne? Also hier sind schon mal zwei extremste Fehler gemacht worden. Und ja, dann geht es eben die Rechnung, alles, was jetzt im Nachhinein kommt, ist eben Dünnschiss. Ne? Ja, ganz so, klar. Machen wir weiter, weil wie gesagt, da kommt noch eine signifikante Stelle. 30 Ampere, auf dem anderen Strang 0,52 Ampere, gibt es einen Laststrom von 0,84 Ampere. Damit lässt sich der Lastwiderstand von 46 Ohm berechnen und die Leistung auf dem ersten Zweig von 12,4 Watt und die Leistung vom zweiten Zweig von 20,1 Watt. Oh, Alter, und wir sehen, dass hier schon ein erheblicher Unterschied. Also nochmal kurz als Einwand, ja, du hast ja gesehen im Video vorher, da war schon ordentlich Sonne da und das waren wahrscheinlich 100 Watt Paneele oder so. Also dass wir da jetzt insgesamt 34,5 Watt nur haben, da sollte man schon auch mal merken, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, definitiv. Ja. Weil das ist eben das, was Calvin vor uns erklärt hat, ist, dass wenn ihr eben kein MPPT benutzt oder euer PWM falsch ist, dann kriegt ihr solchen Krempel raus, weil da müsste ja keine Ahnung. Nehmen wir mal jetzt an, das sind 100 Watt Panel, wir wissen es nicht. Nehmen wir mal an, das sind 50 Watt Panel, also von der Größe, das ist schon realistisch. Das müssten 200 Watt auf der Uhr stehen. Und da kommt ihr an mit 30 Watt, das ist doch lächerlich. Und dann alle, weißt du, Modul, alles falsch verschalten, alles das. Und dann kommt ihr auf solche Werte und könnt nicht nachvollziehen, wie keine Ahnung, ich damit autark bin, weil ich eben nicht solchen Blödsinn mache. Aber hier seht ihr das mal, ne? Das sagen wir mal, das sind 170, oder sagen wir mal, die Sonne war vielleicht nicht perfekter Winkel, sagen wir mal, der hätte 150 Watt rausholen können aus seinem Aufbau. Und holt 30 Watt raus und denkt, ich verstehe das nicht, Digga. Wie Calvin gerade sagt, da muss man doch mal nachdenken, das kann doch nun nicht mehr wahr sein. Na klar. Aber nö, da wird sich hier irgendwas zusammengerechnet, man braucht keine Blockdiode. Guck mal, alleine Leute, jetzt mal ohne Scheiß, in diesem gesamten bis jetzt, keine Blockdiode, keine Bypassdiode. Also brauchen wir das alles gar nicht, oder was? Das ist alles Quatsch. Dass Millionen Menschen das eingebaut haben, in jeder PV-Anlage ist entweder eine Blockdiode oder eine Bypass. Bypass ist Reinschaltung, Blockdiode parallel. Ist ja überhaupt nicht eigentlich, gibt's in seiner Welt gar nicht. Das kann doch nur nicht mehr wahr sein, Digga. Das ist doch der Wahnsinn. Ne, und ich wiederhole nochmal, 100.000 Leute, nur positive Resonanz. Und alleine an dem Diodenbeispiel brauchen wir hier gar nicht weiter gucken, seht ihr gleich. Ne, Moment mal, ich habe da ohne Bypassdiode. In jedem Modul ist eine Bypassdiode. Ne, also, er schreibt ja noch Verschaltung ohne Dioden. Vielleicht kommt es ja noch. Die Leistung ist, eigentlich hätte man erwarten müssen, dass die Leistung hier von beiden Zweigen gleich ist. Nächster Versuch, gleiche Schaltung. Und jetzt, Leute. Jetzt war das Video wieder nicht drauf. Und jetzt schießt er sich selber gleich ins Knie. Passt genau auf. Aber auf der linken Seite ein Pendel abgedeckt. Auf der rechten Seite sind beide Pendels nicht abgedeckt und arbeiten normal. Und wir können jetzt sehen... Warte, ich mach Pause. Ich mach dich groß, Calvin. Bitte? Das ist doch genau das, was ich gesagt habe, oder? Jetzt sieht man hier links einen negativen Stromwert, weil jetzt von dem einen Strang der Strom in den anderen fließt. Habe ich ja vorhin gesagt. Genau ja. Das. Ja, pass auf. Und jetzt kommt das Lustige. Warte mal, wir merken uns mal knapp 8 Minuten. Jetzt gehen wir nochmal zurück, Leute. So. Und jetzt kommen wir 5. Klasse. Entschuldigung für unsere westdeutschen Mitbürger, 8. Klasse, ne? 5. Klasse Physik, Mathematik, Physik. Und zwar, er hat also jetzt, also wir sind jetzt bei Bild 5. Er hat jetzt ein Modul eine Decke drüber gemacht.
Da das jetzt eine Reihenschaltung ist, fünfte Klasse Tafelwerk, bei der Reihenschaltung ist der Strom immer gleich. Das heißt, indem er jetzt das Modul abdeckt, kann dieses Modul nichts mehr liefern, weil die Reihenschaltung der Strom ist schlechteste, immer gibt einen Gesamtstrom vor, also null. Ne? In dem Fall ist sogar Minus. Ne? Also, einfachstes Verständnis über Dings ist ja nicht vorhanden. Aber Calvin hat recht, wir müssen gucken, wir müssen jetzt nochmal gucken bis mit Dioden. Vielleicht hat er es ja dann, vielleicht rafft er es ja selber noch. Und wir sehen, dass hier schon ein erheblicher Unterschied in der Leistung ist. Eigentlich hätte man erwarten müssen, dass die Leistung hier von beiden Zweigen gleich die linke Seite hineinfließt. Das heißt, die linke Seite ist zum Verbraucher geworden. Die rechte Seite muss nun sowohl den Lastwiderstand als auch die linke Seite mit Energie versorgen. Mit der Abschattung wird die Spannung eines Solarpanels zu null. Damit wird die Spannung von dieser Reihenschaltung hier deutlich niedriger wie auf dieser Seite. Und wie wir hier an der Messung sehen können, I1 wird negativ, das heißt, es fließt ein Strom auf diese Seite hinein. Wir haben hier einen Verbraucher und keine Spannungsquelle mehr. Auf der anderen Seite haben wir die normalen Verhältnisse. Spannungsquelle liefert Strom. Hier die Zahlen. 37,8 Volt ist die Spannung am Lastwiderstand. Gucken wir, wir sehen jetzt, er hat jetzt, das hat er auch nicht gemerkt, er hat jetzt die Impedanz, ja, verringert von dem einen Strang, dadurch, dass nämlich jetzt das eine Panel verbraucht, parallel zu seinem Widerstand, hat er jetzt die Impedanz verringert. Wir sehen, die Spannung vom Strang ist jetzt um ein paar hundert Millivolt runtergegangen. Also wir sind jetzt näher an den Leistungspunkt gerückt und haben jetzt schon P2 bringt jetzt fast 60 Watt, ja. Ja, obwohl eins abgedeckt ist. Ja, Mann. Also da haben wir ja, Calvin, da müssen das 800 Watt Module sein, Digga. Ja, so. Ja, ja, guter Einwand. Guter Einwand. Ja. Hier sieht man es jetzt. Dann I1 ist minus 0,68 Ampere, I2 ist 1,52 Ampere. Damit gibt sich ein Laststrom von 0,84 Ampere und wir berechnen den Lastwiderstand mit 45 Ohm. Die Leistung auf der linken Seite beträgt minus 25,7 Watt. Die Leistung auf der rechten Seite beträgt 57,5 Watt. Also hier haben wir eine Spannungsquelle, hier haben wir einen Verbraucher. Um zu verhindern, dass die Solarpanels Verbraucher, also Heizwiderstände werden, kann man die Parallelschaltung mit Dioden versehen. In Bild 7 sehen wir hier, dass jeder Zweig nun eine Diode bekommt. Es kann also kein Strom in diesen Kreis hineinfließen. Bild 8 zeigt den dazugehörigen Messaufbau. Er ist wie der vorhergehende, aber an dieser Stelle und an dieser Stelle wurde noch eine Diode eingebaut. Bild 9 zeigt zwei solcher Dioden, die für den einen. Jetzt bin ich mal gespannt, weil theoretisch müsste jetzt gleich, wenn er den Aufbau mit den Dioden hat, die Leistung wieder geringer sein, dadurch, dass wieder weniger Verbrauch ist. Ja, mal gucken. Ja, mal gucken, genau. Ja, das Lustige, wir machen mal weiter. In Solaranlagen mit den entsprechenden NC4-Steckern ausgerüstet sind. Hier habe ich die Verpolschutzdiode für die linke Seite eingebaut und hier habe ich die Verpolschutzdiode für die rechte Seite eingebaut. Der Versuch sieht nun wie folgt aus. Zwei Panels auf der linken Seite mit Verpolschutzdiode, zwei Panels auf der rechten Seite mit Verpolschutzdiode, die beiden Zweige sind nach der Verpolschutzdiode miteinander verbunden und an dem Lastwiderstand, unserem Heizstrahler, angeschlossen. Und hier haben wir die Messgeräte. Wir sehen wieder eine ungleichmäßige Lastverteilung. Hier nun die Werte ohne Verschattung. Alter. Guck mal. Ja, aber ich glaube, die 25, ach so, jetzt hat er die, er hatte vor uns hier 30, das sind die 5 Watt Verlust von der Drecksdiode, Digga. Ja, aber jetzt hat er ja trotzdem in Summe hat er quasi genauso viel Last wie vorher auch. Ja, das ist vielleicht der Kontaktwiderstand an der einen Seite ein bisschen besser. Wahrscheinlich, weil nämlich P2 näher am Widerstand ist als P1. Vermute ich mal. Ja, aber ja, mach weiter. Ja gut, das Problem bleibt ja, jetzt müssen wir es doch zu Ende angucken, das Video, ob er noch Bypassdioden einfügt, weil dann wird er ja seinen Fehler merken. Ja. Am Lastwiderstand beträgt 38,3 Volt, der Strom I1 0,19 Ampere, der Strom I2 0,66 Ampere. Damit errechnet sich ein Laststrom von 0,85 Ampere und der Lastwiderstand mit 45 Ohm. Wir haben also auf der linken Seite eine Leistung von 7,3 Watt und auf der rechten Seite eine Einspeiseleistung. Jetzt muss ich mal einhaken. Also ich weiß nicht, ob jetzt kommt vielleicht hier so rüber, als das, was der macht, als wenn das normal wäre. Da möchte ich mal einhaken. Wenn ihr jetzt wir haben ja Bild 7 jetzt mit den Dioden. Wenn wir jetzt das auftrennen und den unteren beiden auch nochmal die Diode sponsern und die alle parallel machen, hätte er ungefähr mindestens 100 Watt.
Ja, also hier werden 3/4 der Leistung verschwendet, um irgendwas zu beweisen, oder ich komme nicht mehr mit. Ja, ich denke, das kann Calvin, kannst du ja bestätigen, ne? Hätte er das jetzt parallel alle, würde er viel mehr rauskriegen. Klar, hätte er alle parallel, hätte er vermutlich 17 Volt bei 12 Ampere oder so, ein bisschen über 200 Watt. Vermutlich sogar noch viel mehr. Also ich sage euch ehrlich, wenn ich die Module da so stehen sehe, würde ich fast behaupten, dass das jeweils 100 Watt Module sind. Ich denke mir schon. Es sieht, also vermutlich können wir da eher von 360 Watt oder so sprechen, die man da im Optimum, wenn man gut dicke Kabel hat und so, rausholen könnte, wenn alles parallel wäre und man eben ein MPPT hätte oder ein Widerstand, der das halt so viel runterzieht, dass wir an diesen Punkt kommen. Ja. Also nur mal zum Verständnis, 3/4 der Leistung wird so verschwendet oder in Prozent ausgedrückt 1000%. Nur mal so, damit ihr nicht, dass ihr denkt, dass das hier normal ist, dass hier nur 20, also das wollte ich mal hinzufügen. Also ich würde behaupten, da fließen ungefähr 10 Watt der Leistung, die möglich wären. Ja. Und, Jungs, jetzt dürft ihr ja nicht vergessen, er ist jetzt in der Sonne. Wenn er Schatten, Schnee, Blätter, Vogel fliegen, irgendwas, da reicht ein Vogel, der über die Anlage drüber fliegt, dann hat er im Gegensatz, wenn du die parallel verklemmen würdest, alle mehr als, also da sagen wir mal, wir sagen 1000 so, oder sagen wir mal 3/4 werden verschwendet. Wenn jetzt eine Beschattung kommt, dann ist er bei 0. Ne, wo die Parallelverschaltung, ein Panel ist eben beschattet, würde wegfallen oder eben nur noch 10% liefern, aber die anderen Module würden ja volle Leistung liefern. Und der klemmt sich das so an, dass überhaupt nicht mehr rauskommt. Das ist ja unfassbar, Alter. Gut, machen wir weiter. Leistung von 25,3 Watt. Auch hier haben wir wieder eine deutliche Unsymmetrie. Wir haben wieder den gleichen Versuchsaufbau. Zwei in Serie geschaltete Panels mit Phosphorschutzdiode. Auf der linken Seite ist ein Panel abgedeckt. Auf der rechten Seite sind beide Panels frei. Wir sehen nun auf den Messgeräten, dass kein Strom in die linke Seite hineinfließt, aber das freie Panel auf der linken Seite liefert auch keinen Strom. Muss ich online noch mal einhaken. Also dadurch, dass er jetzt die zwei Module in Reihe geschalten hat und eins abgedeckt hat, seht ihr, ja, kommt null raus. Ja. Hätte er beide parallel und nicht in Reihe, würde das eine, sagen wir mal, es hat null. Genau, wegen der Decke. Dann hätte das andere aber 100 Watt oder 50. Genau. Und es wird hier einfach verschenkt, weil nicht verstanden wird, 5. Klasse. Ja, klar, ey. Mit der Diode konnten wir erfolgreich verhindern, dass bei Verschattung eines Moduls Strom in diesen Zweig hinein... Das ist jetzt so, was Calvin auch am Anfang gesagt hat. Wir konnten erfolgreich verhindern, dass der Strom dort reingedrückt wird. Damit hat er recht. Er versteht aber nicht, dass er hier 100 Watt verschenkt die ganze Zeit. Ja. Und wenn alles parallel wäre, wäre der Strom ja überhaupt nie auf die Idee gekommen, da reinzufließen. What the fuck? Natürlich... Ich empfehle O-Block-Dioden. Ne? Bei Parallel ist das, könnt ihr auch im Internet mal nachlesen, findet ihr ziemlich schnell. Fließt und er zum Verbraucher wird. Dennoch ist das keine optimale Lösung, denn ein Pendel war ja nicht verschattet und liefert keinen Beitrag an Strom in den Lastwiderstand. Und hier die konkreten Zahlen. Die Spannung beträgt 38 Volt, der Strom I1 0 Ampere, der Strom I2 0,84 Ampere, damit der Laststrom auch 0,84 Ampere. Der Lastwiderstand berechnet sich zu 45 Ohm. Die Leistung auf der linken Seite ist 0 Watt, die Leistung auf der rechten Seite ist 31,9 Watt. Wir sehen, dass mit dieser Schaltung, obwohl nur ein Pendel abgeschattet ist, bereits der... Da tut doch nicht jetzt etwa die dann in Reihe schalten und dann erklären, dass es besser ist. Der ganze Zweig auf 0 Watt Leistung gesunken ist. Im Bild 10 sehen wir, wie wir es richtig machen, mit einer Reihenschaltung. Ja. Die Solarpanels sind... Ja, moin, Digga, Alter. Ja, Levi, jetzt pass auf, weißt du, was jetzt passieren wird? Er wird, bin ich mir fast sicher, immer noch den gleichen Widerstand verwenden. Ja? Und dadurch, dass jetzt die Spannung höher ist, wird dieser Widerstand, der von Anfang an viel zu groß war, näher am Leistungspunkt sein und es wird mehr rauskommen. Ja, pass auf. Und da fallen dann alle drauf ein, ne? Ja, klar. Geschalten und dann an den Lastwiderstand angeschlossen. In Bild 11 sehen wir den Messaufbau für die Reihenschaltung. Ich habe hier die pendelinternen Leistungsdioden, die parallel zu den Solarzellen sind, mit eingezeichnet. Bypass-Diode. Weil sie bei der Betrachtung besondere Bedeutung verdienen. Wir haben hier ein Pendel, das zweite Pendel, dann geht es hier zum dritten Pendel, vierten Pendel, zum Amperemeter und zum Lastwiderstand. Wir messen auch die Spannung am Lastwiderstand und wir messen die Spannung an den ersten beiden Pendels. Hier nun unser Versuchsaufbau, in dem alle vier Pendels ohne Verpolschutzdioden in Serie geschalten sind. Wir haben hier die zwei in Serie geschalteten Pendels auf der linken Seite.
Hier die zwei in Serie geschalteten Pendels auf der rechten Seite. Hier wieder unseren Heizstrahler als Lastwiderstand. Und hier unsere Messgeräte. Auf der linken Seite sehen wir den Strom, der durch den Lastwiderstand fließt. Auf dem mittleren Messgerät sehen wir die Spannung am Lastwiderstand. Und auf dem rechten Messgerät sehen wir die Spannung an den zwei in Serie geschalteten Pendels auf der rechten Seite. Hier die Werte für die Reinschaltung ohne Verschattung. Wir haben einen Laststrom von 1,65 Ampere. Am Lastwiderstand messen wir eine Spannung von 75,8 Volt. Auf der rechten Seite messen wir eine Spannung von 37,9 Volt. Damit ergibt sich auf der linken Seite ebenfalls 37,9 Volt. Und der Lastwiderstand berechnet sich zu 46 Ohm. Ja, wir wissen ja, hast du ja schon gesagt, ist ja klar, in Reinschaltung haben wir immer den gleichen Strom. Ja. Und das Einzige, weil vorhin waren ja anscheinend die Panels unterschiedlich, wenn der eine Strang mehr geliefert hat als der andere. Ob sie jetzt eine andere Temperatur hatten oder Fertigungstoleranzen. So, jetzt sind sie ja durch die Reinschaltung gezwungen, den gleichen Strom zu liefern. Warum? Ja, wissen wir ja. Aber was uns jetzt auffällt, ist jetzt, wo wir die Spannung erhöht haben, der Widerstand gleich geblieben ist, wir mehr Leistung haben dadurch, dass wir näher am MPP sind, ja. Jetzt sind auf einmal, sehen wir an den Spannungen U links und U rechts, die beiden Stränge gleich. Warum? Das ist genau das, was ich vorhin, meinte, weil wir jetzt mehr rausziehen und näher an diesem MPP sind. Und desto näher wir da hinkommen, desto egaler sind diese beschissenen Toleranzen von Temperatur oder Fertigung. Und das hat er, ja. Jetzt mal noch so ein kleiner Eyecatcher für alle, ganz einfach, wo ihr gar nicht drüber nachdenken müsst. Guckt mal rechts, wie viel Watt die Dinger geliefert haben. Ja. Guck mal, das sind 120 Watt. Wenn der vier Module hat mit 100 Watt, müssten 400 rauskommen und nicht. Weil der Widerstand immer noch zu groß ist. Ja. Ja, aber jetzt kommen wir zumindest näher dahin. Ja. Hätte er die ganze Zeit ein MPPT verwendet, wäre das alles, da könntest du dir das alles schenken. Ja. Was ganz was anderes rauskommen. Aber gucken wir mal weiter. Die Leistung links berechnet sich zu 62,5 Watt und rechts ebenfalls zu 62,5 Watt. Damit liefern die linken und die rechten Solarpanels die gleiche Leistung. Wir haben einen schönen symmetrischen Aufbau. Die Panels. Wie Calvin gerade sagt, jetzt sind sie, hat es gezaubert jetzt und sind sie nicht mehr unterschiedlich. Produktionsding, Temperatur, blibla, ist jetzt gezaubert, Reinschaltung, alles gleich. Auf der rechten Seite sind nicht verschattet. Die Panels auf der linken Seite ist ein Panel. Also Lippi, wie oft, du bist ja jetzt auch schon seit vielen Jahren ein Besitzer einer PV-Anlage, ja? Und wie oft ist es dir schon passiert, dass vom Himmel plötzlich ein Handtuch gefallen ist und ein Panel komplett bedeckt hat? Warte mal, jetzt lass mich mal überlegen kurz. Ich glaube, nullmal. Vielleicht ist das aber auch, ja, bei uns regnet es vielleicht nicht so oft, Handtücher also und so. Vielleicht gibt es da Orte, wo es Handtücher regnet. Moment, vielleicht von der Lufthansa. Vielleicht von der Lufthansa. Die hauen vielleicht ihre Handtücher einfach aus dem Fenster, Junge. Ja. Da müssen wir auch mal hier Öko anrufen. Schatten, das haben wir pendelfrei. Und hier sehen wir die verschiedenen Messungen. Und wir können jetzt sehen, dass auf der rechten Seite die Spannung sich etwa halbiert hat und damit auch die Gesamtspannung am Lastwiderstand geringer wurde. Hier nun die Verhältnisse, wenn dieses Pendel verschattet ist. Wir haben hier dieses Pendel, liefert 19 Volt. Ja, ich wollte gerade. Jetzt sehen wir nämlich wieder, wenn wir jetzt davon, also ne, er zeigt ja jetzt links und rechts, okay, ja, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, ja, also das wäre nicht beschattet, in der Konfiguration hätten wir jetzt auf einmal bei beiden 46 Watt und insgesamt wieder nur 90 Watt statt, was hatten wir vorher, 120 oder so, ja, und da haben wir wieder das Problem mit diesem scheiß Widerstand. Jetzt sind wir, dadurch, dass jetzt die Gesamtspannung wieder weiter unten ist, bringt auch jedes Panel in seiner Schaltung wieder weniger Leistung, weil es kein MPPT dran ist. Und das versteht er aber wahrscheinlich bis zum Ende nicht. Und wir sehen hier noch was, und zwar, dass die Leistung, also er hatte ja vorhin, er hatte ja vorher 62 Watt. Warte, ich zeig's euch hier nochmal. 62 Watt. Und jetzt gehen wir nochmal auf das 1555. Genau. So, und jetzt hat er komischerweise nur noch 46 bei P-Links. Also, das ist halt das Problem bei der Reinschaltung. Wenn ein Modul, wie ihr hier seht, behandtucht ist, ne, dann wirkt sich das auf alle Module aus. Und bei einer Parallelverschaltung wäre es nur das eine. Das ist der Riesenunterschied. Mehr ja, nicht. Wobei er hat jetzt hier ist der Effekt halt auch noch verstärkt, dadurch, dass jetzt die Gesamtspannung dadurch wieder niedriger ist.
was bei Parallel auch nicht wäre. Ja? Ja. Und dadurch halt der Widerstand wieder noch weniger nicht passt. Genau. So, jetzt ist aber das Problem, selbst wenn wir sagen würden, in einer perfekt theoretischen Welt, ja, wäre es jetzt egal, ob die vier Paneele parallel sind oder in Reihe, wenn eins komplett beschattet ist und wir jeweils eine MPPT dran haben, der mit den Spannungen klarkommt, gibt es schon Szenarien, wie gesagt, wenn alle genau die gleiche Menge an Licht bekommen, bis auf eins, das aber komplett dunkel ist, wo das vermutlich keinen Unterschied machen würde. Deswegen aber meine Frage vorhin, wie oft regnet es denn Handtücher? Weil meistens ist ja eben das gar nicht so, dass ein Panel komplett beschattet ist und gar nichts mehr bringt, sondern ja nur teilweise. Ja. Das ist ja absolut absurd. Das gibt's nicht. Und jetzt könnt ihr mal probieren, wenn ihr jetzt mal ein Panel nehmt, ja, könnt ihr auch einfach mal hinlegen, Multimeter ran, ja, und ihr werft da mal ein paar Blätter und so drauf und messt die Leerlaufspannung. Die Leerlaufspannung wird nicht signifikant runtergehen. Das bedeutet, in einer Parallelschaltung, ja, dadurch, dass die Spannungen parallel ja immer gleich sind, aber die Ströme nicht, kann dieses Panel, auch wenn es in Summe beispielsweise zur Hälfte bedeckt ist, immer noch die Hälfte an Strom beitragen. Ja. Und in der Reihenschaltung kannst du das aber nicht, weil da kommt ja dann die Diode und dann ist... Wobei, warte mal, Calvin, da ist nicht nur, was Calvin jetzt beschrieben hat, das wäre ja gleich, aber bei ihr seht hier, sind ja nur noch 46,7. Es kommt zusätzlich noch mehr Verlust drauf, weil es in Reihe geschaltet ist, also weil die anderen Module auch gebremst werden. Das kommt ja auch noch oben drauf. Ne, also Reihenschaltung ist hier. Ne, die mögen das möchte ich auch mal kurz an der Stelle noch. Wir reden hier von Einfamilienhaushalt etc. Was die Industrie macht, die können sich selber einen Kopf machen über ihre 100 Meter Kabel. Das geht uns nicht an. Wir reden hier über uns. Ja, wie gesagt, Industrie ist was anderes. Da macht es schon Sinn, aber da hat man ja große Flächen. Da kannst du jetzt die Reihenschaltungen so dimensionieren in einzelnen Strings, dass entweder alles verschattet ist oder gar nichts. Da hast du ja dann Platz und kannst dir Gedanken machen. Dann macht es schon Sinn, weil sonst brauchst du ja riesig dicke Kabel. Das ist schon klar, aber davon sprechen wir jetzt nicht. Aber jetzt gucken wir mal, 6 Minuten hat er noch, vielleicht kriegt er ja noch die Kurve. Volt, dieses liefert keinen Strom, also fließt der ganze Strom über die Diode und wir haben hier einen Spannungsabfall von 0,8 Volt. 19 Volt minus 0,8 Volt gibt eine Spannung von diesem. Muss ich schon kurz wieder einhaken. An meine Zuschauer. Wenn ihr Block-Bypass-Dioden, egal was ihr macht, bitte keine 0,7 Volt, weil da habt ihr extrem viel Verlust. Guckt nach Schottky oder HF-Dioden, die haben so 0,2, 0,3, habt ihr dann unter der Hälfte Verlust. Ne? Anstatt mit so einer Text-Dioden. Gibt's auch schon zur Serienschaltung von 18,2 Volt. Noch besser. Ja, genau. Calvin sagt jetzt gerade, aktive Diode können wir natürlich auch nehmen. Aber bitte nicht die in den Dingern, was er zeigt. Das ist der letzte Müll. Ja. Ja. Auf der anderen Seite haben wir wieder 19 Volt und 19 Volt gibt 38 Volt. Die addieren sich zu den 18,2 Volt und wir haben eine Gesamtspannung von 56,2 Volt. Ein Strom fließt von 1,23 Ampere, sodass der Lastwiderstand 46 Ohm ist. Die Leistung auf der linken Seite ist 46,7 Watt, die Leistung auf der rechten Seite 22,4 Watt. Wir sehen, es fällt nur die Leistung von dem verschatteten Pendel weg, sowie die Leistung durch den Spannungsabfall an der Leistungsdiode. Nächster Versuch, die beiden Pendels auf der linken Seite sind nicht verschattet und beide Pendels auf der rechten Seite sind verschattet. Wir sehen jetzt, dass die Spannung auf der rechten Seite minus 1,5 Volt ist. Das ist der Spannungsabfall der beiden Leistungsdioden in den beiden rechten Pendels. Ansonsten arbeitet das System ganz normal. Und nun die Verhältnisse, wenn diese beiden Pendels hier verschattet sind. Dann haben wir den Spannungsabfall von den beiden Leistungsdioden, in unserem Fall hier minus 1,5 Volt. Auf der anderen Seite haben wir jetzt... Jetzt wissen wir, David, du hast doch nur auch PV-Anlage gebaut. Und etc. Was sagst denn du jetzt hier, wenn dir einer sagt, hey, ich habe hier 4 Module, wir sagen mal 50 bis 100 Watt. Und dann kommt 30 Watt raus bei vollem Sonnenschein. Was ich dem sage? Entschuldigung, ein Modul ist ein Handtuch draufgefallen vom Lufthansa-Flugzeug. Ja, was ich dem sage, ist, bau ab, verkauf was mehr davon. Ja. Das trifft sehr, danke David, das trifft sehr gut. Da bist du besser, du nimmst den Strom aus der Dose, Digga. Ohne Scheiß. Ist wirklich so. Ja. Weil das bringt doch nicht hier. Gut, machen wir weiter. Zweimal die 19 Volt von den Pendels, also 38 Volt. 38 Volt minus die 1,5 Volt gibt eine Spannung von 36,5 Volt für den Lastwiderstand. Muss ich gleich mal wieder einhaken. Er hat jetzt 30 Watt raus.
bei 4 Modulen in Reihe, würde er die 4 Module parallel schalten und eins wäre bedeckt, wir gehen mal von den 32 Watt aus, die er vorhin gezeigt hatte, da wären wir ja bei 90 Watt parallel verschalten. Und er grüllt hier 30 Watt raus. Ja, aber das ist sowieso, also Aufbau, das kannst du dir alles schenken. Er hat am Anfang, hat er erklärt mit MPPT und wie das funktioniert, um es dann anschließend nicht zu zeigen. Anzuwenden. Oder nicht anzuwenden, falsch zu machen. Ja, das ist halt, ja, was soll ich dazu sagen? Na gut, machen wir mal. Wir hatten einen Strom von 0,8 Ampere, damit berechnet sich der Lastwiderstand mit 46 Ohm, die Leistung auf der linken Seite mit 30,4 Watt, die Leistung auf der rechten Seite mit minus 1,2 Watt, die durch den Spannungsabfall an den Leistungsdioden entsteht. Okay, oder? Bei der Reiterschaltung haben wir also den Vorteil, dass im Normalbetrieb keine Verluste durch zusätzliche Verpolschutzdioden... Keine Verluste! 6 Watt Verlust in der Schaltung und er sagt, er hat keine Verluste, Digga! What? Na gut, mach einfach weiter. Okay. Entstehen und im Fall der Verschattung immer nur das verschattete Pendel ausfällt und wir einen kleinen Verlust durch die Leistung an der Leistungsdiode haben. Zusammenfassend lässt sich nun sagen, der direkte Parallelbetrieb von Solarpanels ist extrem schlecht. Er hat doch gar keinen direkten Parallelbetrieb. Wollte ich auch gerade sagen, welcher direkte Parallelbetrieb? Er hat 2 in Reihe und das dann parallel. Digga, was? Weil durch die Fertigungstoleranzen und Temperaturunterschiede der Pendels unterschiedliche Spannungen entstehen und damit eine ungleichmäßige und damit unvollständige Auslastung der Pendels gegeben ist. Aber noch schlimmer ist, dass bei Verschattung eines Moduls der ganze Zweig plötzlich zum Verbraucher wird und wertvoll erzeugte Energie in Wärme umgesetzt wird. Bei der Parallelschaltung von Solarpanels mit Verpolschutzdioden haben wir weiterhin das Problem der ungleichmäßigen und unvollständigen Auslastung der Pendels. Im Normalbetrieb, also unverschattet, wird ein Teil der Leistung in der Verpolschutzdiode in Wärme umgesetzt. Bei Verschattung eines Moduls fällt die ganze Kette, in der dieses Modul verbaut ist, von der Energieerzeugung weg. Das ist so interessant. Die parallele Kette. Also eine parallele Reinschaltung ist jetzt das Beispiel für die parallele. Aber wir haben den Vorteil gegenüber der Lösung ohne Verpolschutzdiode, dass die Kette mit dem verschatteten Modul nicht zum Verbraucher wird. Optimal ist die Reinschaltung mit einem Maximum PowerPoint-Tracker pro Reinschaltung. Damit haben wir im Normalbetrieb, also unverschattet, keine zusätzlichen Verluste durch irgendwelche Verpolschutzdioden und im Fall der Verschattung fällt immer nur das verschattete Modul weg plus die Energie, die an der parallelen Leistungsdiode verloren geht. Noch eine Anmerkung. Da ich mit einem Festwiderstand als Last gearbeitet habe und ich mit einem Maximum PowerPoint-Tracker, kann jeder Versuch nur für sich betrachtet werden und keine Leistungsvergleiche zwischen den einzelnen Schaltungen durchgeführt werden, weil es natürlich klar... Ja, wozu dann das Ganze? Wozu? Hä? Er sagt's! Warum klaut er den Zuschauer so viel Zeit, um am Ende das zu sagen? Und am Ende zu sagen, was... Wand geschlafen oder was? Ja, aber Grüße gehen raus an Johannes. Das ist das, was Calvin am Anfang gemeint hat mit dem MPPT, Spannung runterdrücken, bla. Und er sagt es am Ende selber, ja gut, kannst du so die Leistung, kannst du... Und die ganze Zeit im Video redet er über einen Leistungsvergleich und sagt dann, nee, das kann man so gar nicht machen. 100.000 Leute, 20 Minuten, 100.000 Leute und 3, wir sind ja jetzt hier, ne? Gut, geben wir jetzt mal noch die letzten Minuten und dann können wir ja nochmal... Da ist, dass die Leistung bei der Reihenschaltung höher ist aufgrund der höheren Spannung, wenn nicht mit einem Maximum PowerPoint-Tracker der Widerstand immer optimal eingestellt wird. Das war's für heute. Im nächsten Teil werde ich darauf eingehen, was bei der Auslegung der Reihenschaltung zu beachten ist. Schreibt mir doch in die Kommentare, ist das Thema Solaranlagen für euch interessant? Habt ihr Fragen dazu? Ich würde mich freuen über euer Feedback. Wie immer würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Und damit ihr keine weiteren Videos verpasst, gebt mir ein Abo und... Ja, nee, danke, das Abo kannst du behalten. Also erstmal... Da gibt es auch noch einen Teil 2, der 50 Minuten geht. Ja, nee, den könnt ihr selber angucken. Also erstmal... Gebe ich jetzt mal Props raus an ihn. Scheiße, jetzt will ich seinen Namen gucken. Was ist das für ein Name? IURLC. Props gehen mal raus an dich, dass du Verschattung gesagt hast. Das ist schon mal gut. Du hast am Ende selber erkannt, dass deine Messung und so, sagst ja selber, dass man das die Wattmessung so nicht machen kann und so. Also, ne? Also dafür möchte ich mal Props geben, aber für den Rest, Digga. Kommen 6 Sätzen, würde ich jetzt mal so sagen. Thema verfehlt. Ich finde es eine Schweinerei, dass diese 20 Minuten oder wie lange das dauert, Scheiße erzählt wird und sich Scheiße jemand reinzieht und es versucht zu verstehen. Ja.
Ne? Nicht Leute, so wie ihr seid, ihr seid da drinne und ihr versteht alles, aber Leute, die nichts verstehen und irgendwas lernen wollen, die werden hier so auf den falschen Pfad gezogen und die bauen sich sonst was alles auf und sind am Ende so enttäuscht und sagen, scheiße, ich gehe wieder zur Steckdose. Ja. Also dieses Video, das ist... Bitte. Den einzig richtigen Satz, den er nicht mal, ja, oder gesagt vielleicht auch, aber drin stehen hatte, war zum Thema Reinschaltung, war, Spezi, war, dass halt eben die Reinschaltung in einzelnen Strings zu quasi pro MPBT-Eingang, das Beste ist, die beste Form der Reinschaltung. Klar, das ist richtig, wie gesagt, in Industrieanlagen, wo man viel Fläche hat, macht man das auch so. Aber das, ja, da hört es dann halt auch schon so langsam auf. Klar, wenn man jetzt eine große Scheune hat oder so, ein großes Dach, ja, je nachdem, welche Paneele man natürlich verwendet, da brauchst du natürlich nicht anfangen, mit 18 Volt Paneelen alles parallel zu machen, aber... Lass mich da gleich mal einhaken. Ihr müsst es aber mal verstehen. Durch diese Verschaltung, Reinschaltung und diesen ganzen Blödsinn, der hier gemacht wird, werden 3/4 der Energie verschwendet. Wenn ihr mal eure Hirne benutzen würdet, das Tafelwerk angucken würdet, hättet ihr ja 4/4 der Leistung mit Parallel und dann braucht ihr 3/4 weniger aufs Dach schleppen. Das muss doch nur irgendwo klar sein. Ne, wenn du 3 kW auf dem Dach hast, in Reihenschaltung, und dann kommt im Winter nur 70 Watt raus, ja, dann nehme ich 2 Dünnschichtmodule mit 50 Watt und habe auch 70 Watt. Da brauchst du nicht das ganze Dach voll machen. Wenn das alles falsch angeklemmt ist, und wie gesagt, bei Beschattung, Winter etc., Temperatur, wird das alles nochmal 1000-mal schlimmer bei der Reihenschaltung als bei der Parallelschaltung. Da kommt nichts mehr. Das ist jetzt doch gutes Beispiel, Mark Molter. Ja, jetzt kommt der Winter, jetzt müssen wir einen Akku abklemmen. PV ausschalten. Ja, und da hat einer ein Video gemacht, der sagt, na langsam Leute, muss doch mal das Hirn einschalten, wenn du in der Akku braucht Strom im Winter. Ne, wir haben es mal ausgerechnet, 300 kW verbraucht das Ding, dieser Lithium-Scheißdrecks-Akku im Jahr, nur dass er da steht. Ich habe im Jahr 360 beziehungsweise, wenn ich jetzt 2 kW am Tag rechne, 600 kW im Jahr Gesamtstromverbrauch, das verballert der nur in Eigenverbrauch. Ja, da brauchst du dich doch nicht mehr wundern, Digga, dass da am Ende nichts rauskommt. Und dass du für 50.000 Euro dir, sag mal, für 40.000 Euro eine Reihenanlage wird dir gebaut. Du kriegst aber nur die Leistung, 3/4 werden verschenkt. Ja, dann machst doch parallel Pause für 10.000 und du hast dieselbe Leistung. Da hast du 30.000 Euro gespart und ist 3/4 von deinem Dach. Das kann doch nicht mehr wahr sein, Digga. Tja. Ich meine, gut, wir sind jetzt, wir drei hier, die jetzt quatschen, wir haben alle parallel verschalten, Digga. Weil alles andere, wie gesagt, Calvin, gebe ich recht, auch die einigen Kommentatoren, im Industriebereich mag das anders sein, aber Digga, ich bin kein scheiß ThyssenKrupp, ich habe hier keinen Hochofen oder eine Galvanisiererei. Ja, wenn du das haben willst und du willst damit, das baust du doch nicht aus Nächstenliebe, das machst du, weil du Kohle machen willst. Ja, dann musst du halt auch Kohle investieren in Kabel und bla. Da braucht doch keiner rumheulen. Was ist denn das für eine... Ich brauche doch hier, weiß ich nicht, eure Leitungen. Guck mal, du hast 3 kW, können deine Leitungen maximal. Du hast 3 Phasen. Also maximal, was du in deinem ganzen Haus machen kannst, 9 kW. So, was will ich denn da mit einem 26 kW Wechselrichter? Wo klemmst du das an? Ja, klar. Ja. Da brennt er deine Leitung durch, da kommt die Sicherung. Die sagt dir dann, Junge, das geht nicht. Du kannst nur 3x 3 kW, mehr geht nicht. Und das brauchst du auch nicht. Reicht nur 1 kW. Eine Phase 3 kW, so habe ich ja meine Bude angeklemmt. Das verlangt doch. Ich bin doch keine Riesenfirma, die hier große Maschinen und wenn ihr das machen wollt und damit Geld verdienen wollt, ja, dann müsst ihr euren Strom dafür bezahlen, aber ich doch nicht. Ich bastel hier und löte hier mit 50 Watt, Digga. Alles gut, alles easy. Ja. Ich brauche keine 1000 kW oder 100 oder selbst 5 kW brauche ich nicht. Für was denn? Habt ihr irgendein Gerät, was mit 5 kW geht? Irgendeins? Privat,
zu Hause. Ich rede nicht von einer Kfz-Werkstatt. Die verdienen damit Geld, Digga. Und dass man da größere Geräte braucht, ist ja klar. Das ist nicht unser Problem. Das ist deren Problem. Soll ich selber drum kümmern. Das geht auch uns nicht an. Ja. Also ihr könnt halt wirklich, um das nochmal zusammenzufassen, ihr könnt hier 3/4 der Energie rausholen. Und dann kommt das Argument, naja, Digga, sagen wir mal, die Anlage, ich spinne jetzt mal, wir sagen mal, die Anlage macht 2000 kW im Jahr, deine Anlage, mit Reihenschaltung, bla bla bla. Würdest du das umbauen, hättest du 4/4, also 8000 kW. Und mit diesen 6000 kW pro Jahr, Digga, kannst du dir kein dickeres Kabel leisten. Geht nicht. Wo dann die nächsten 10, 20 Jahre diese Verschaltung dir 3/4 mehr Bums gibt, kannst du nicht machen, weil das Kabel einen Zentimeter größer, sag ich mal, auf 10, 100 Meter bei deinem Haus, das kostet ja 50 Euro. Da kannst du ja nicht jedes Jahr 1000 Euro sparen. Das geht ja nicht. Das kann man überhaupt nicht machen. Das ist ja Schwachsinn. Ja, was ist denn da los, Alter? Und so werden die Leute mit solchen Videos hier, ne? Zum Beispiel hat er gesagt, ja, bei höherer Spannung, da ist mit der Leistung auch immer besser. P ist U mal I, das spielt überhaupt keine Rolle, was du von der. Das ist Bockwurst, Digga. Du musst ja das Kabel dick genug machen. Dann spielt das keine Rolle. Ja. Null. So. Physik. Genau so. Tafelwerk, Digga. Ja. Parallelreihenschaltung. 5. Klasse Tafelwerk. P ist U mal I. Im Kabel, scheißegal, welche Leistung, mit welcher Spannung du übers Kabel, das muss nur dick genug sein. Du kannst ja auch nicht sagen, da kann ich ja das Gegenbeispiel bringen, sagen, ja, ich nehme jetzt 230 Volt und nehme eine Lütze aus dem Kabel und ziehe 3 kW drüber und dann brennt das Kabel durch. Das ist scheiße. Hohe Spannung im Kabel, so scheiße, brauchen wir übelst dicke Kabel. Das ist totaler Blödsinn. Ne, also, ich kann es nur jedem ans Herz legen. Hört auf den Müll zu kloppen, wie Calvin sagt, kauft euch meinetwegen so kleine Solarmodule bei Pollin, Reichel, kriegt ihr überall und testet es doch einfach mal selber. Nehmt eine Lampe, eine Taschenlampe, das Beste ist eine Glühbirne, beziehungsweise einen Bauscheinwerfer, weil wenn ihr jetzt nur mit einer Taschenlampe, da kommt nichts raus, das ist ein kleines Modul. Nehmt einen Bauscheinwerfer, tut ihn hin, zwei Module in Reihe, zwei parallel und messt. Und da werdet ihr sofort feststellen, ui. Ganz Deutschland beziehungsweise ganz Europa hat hier richtig in die Scheiße gegriffen, Digga. Komplett. Ja. Ja. Kannst ja mit kleinen Modulen brauchst du ja nicht mal MPPT, da kannst du ja dann einfach Potties nehmen, mit dem du den richtigen Widerstand, die richtige Last einstellst und da kannst du mal einen richtigen Versuchsaufbau machen. Also überhaupt, dass er im Video da anfängt mit 100 Watt Modulen und draußen und dann aber kein MPPT haben. Weißt du, da, also für das Geld hättest du dir auch bei Pollin 4 kleine kaufen können und mit Potties als Last. Und dann gucken. Aber naja. Ich überlege jetzt gerade, hat er nicht am Anfang wenigstens mal gezeigt, wie viel Watt die Module haben? Oder habe ich das verbummelt? Nö, ne? Hat er nicht gesagt, oder? Nee. Da wollte ich dich auch bitten, ob du den Link schicken kannst und dass ich mal nachgucken kann, ob er was in die Beschreibung geknallt hat. Ich guck gerade die Beschreibung. Ja. Für mich sieht das auch aus das wie... Ist halt, das ist halt wirklich... Er hat eigentlich die ganze Zeit über... Weil sein Vergleich, ja, warum es jetzt besser ist, bezog sich ja im Kern nur darauf, dass er meinte, bei Parallel kann das eine Panel oder der eine Strang den Strom wegziehen. So, jetzt hat er aber im Grunde ein Verhalten gezeigt, das sowieso nur bei Teillast so überhaupt möglich ist, wenn man rein parallel geschalten hätte. Ja. Das ist genauso, wie wenn du dir ein Auto auf 1000 PS tunst und sagst, dass aber du keinen Burnout machen kannst, wenn du das Gaspedal nur antippst. Ja. Was sollst du noch, David? Ich bin raus. Ich wurde unterbrochen. Ist nicht voll der schlimm. Ich wollte die Beschreibung haben, beziehungsweise den Link dazu, dass ich in der Beschreibung nachgucken kann. Ja, ich habe gerade mal geguckt, steht nichts drin. Also wie viel Leistung oder was. Wenn wir es jetzt nicht überhört haben, dann... Also wie Calvin gerade sagt, er vergleicht halt eine beschissene Verschaltung mit das, was alle machen und sagt, ja, was alle machen, ist richtig. Aber er versteht halt nicht, dass das falsch ist, was er da vergleicht. Ja. Das ist so die Kernaussage, sag ich mal. Gut, ich denke... Das war ganz gut, glaube ich.
ich glaube, das wird dem einen oder anderen helfen. Ja. Ich denke auch in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Tschüss die Inge, nee, oder? ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr dabei wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und unsere zwei Gäste hier, wie gesagt, in der Beschreibung sind auch nochmal die Links. Bitte vorbei, unbedingt abonnieren. Mich könnt ihr deabonnieren, aber bitte Calvin und David abonnieren, Like geben, Kommentar schreiben und noch was spenden. Ne? In diesem Sinne, lasst knacken, lasst euch nicht verarschen und verarscht euch nicht selber. Tschüss. Da haben wir es. So ist es. Na, ciao. Endlich.